Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmens. Ich bin's wieder, euer Poison Blackie von Super Poison IP und... Wer bist du? Hey, du! Was willst du? Ich verstehe mich aufs Schmieden. So, und? Kannst du mir was beibringen? Ah, die Grundsätze beherrschst du also schon. Ich kann dir zeigen, wie du deine Arbeit verfeinerst. Dann wirst du in der Lage sein, bessere Waffen herzustellen. Wirklich nicht mein Problem. Ich hab so einiges. Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Ich kann es nicht glauben. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Org ist verdammt zäh. Das war klar. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich brauch den Erzbruch. Warte mal. Hast du erst denn schon wieder? Sehr schön. Tandor, hast du mal Pfeile? Zeig mir. Sieht nicht so aus. Alles klar. Dann ist der erste Anhaltspunkt hier runter. Genau. Hier runter und dann links. Und dann erstmal Gas geben. Boah, ein Glück. So. Und Keiler. Gefällt mir das. Ist nichts zu holen. Nee, keine gute Idee. Aber speichern. Okay. Da war ein Drachensnipper. Das ist keine gute Idee. Müssen wir jetzt am besten erstmal rüber, oder? Oder reicht es, wenn wir hier an der Kante sind? Ach, das gefällt mir irgendwie nicht. War hier aber irgendwie nicht auch noch eine Höhle? Die kann ich mir später auch noch holen. 6000 Erfahrungen noch circa. Das geht ja.
Und stand da gerade irgendwas? Speichern wir nochmal. Karte. Einfach geradeaus. Ist ein Feld knitterig? Ja. Okay. Da ist ein Ork. Noch mehr Orks. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Kommt mir gerade was nach? Sieht nicht so aus. Flügel, Knochen eines Goblins, Krallen. Danke, Innos. Hey, du. Innos ist meine Ehre. Und meine Ehre ist mein Leben. Alles klar. Schon wieder eins von diesen Priestern. Das war. Da ist ein Fell und ein Feldknöterich. So, wo stecke ich? Direkt da. Okay. Speichern wir nochmal. Da ist ein Lurker. Zwei Lurker sogar. Oder drei. Mehr Lurker. Okay, da sind Leute. Hallo. Halt! Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. Du bist ein entlaufener Sträfling, stimmt's? Du merkst aber auch alles. Glaubst du denn, ich würde mich sonst in diesem Dreckloch verkriechen? Der Braten riecht gut. Finger weg! Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um! Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur zwei, seit gestern habe ich mindestens fünf gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester.
Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Und dieses ständige Gegluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Brocken Erz gefunden. Den würde ich dir dafür geben. Die Lurker vor der Höhle sind weg. Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Hier hast du das versprochene Ding. Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. Ich gehe hier nicht weg. Alles klar. Mir ist das egal. Ich habe mein Brocken Erz. Truhe? Ne. Spruchrolle, Heilung. Leichter Fisch. Fisch. Da. Nice, Dietrich. Na komm, geh weg. Wo stecke ich jetzt? Direkt geradeaus ist die rote Hütte. Ich soll da blind beim Scheißen treffen. Und anscheinend hat er es auch. Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, was in seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engron. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lämmer natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Herzen von magischen Wesen sind sehr selten und schwer zu bekommen. Sei vorsichtig dabei, vor allem bei jeder Art von Golems. Was?
Das Schattenläuferhorn ist sehr hart und lässt sich gut zur Herstellung von Statuen oder Werkzeugen verwenden. Was willst du? Klauen abzuhacken ist ganz einfach. Du greifst die Klaue direkt unten am Gelenk fest und drückst sie nach unten auf den Boden. Jetzt nimmst du das Messer und schneidest vorsichtig die Klaue ab. Was? Da muss ich dich enttäuschen. Du weißt schon alles, was ich dir beibringen könnte. Ich danke dir aber nochmal für den Käse. Okay. Habt ihr was, wenn ich dagegen, wenn ich mal mir die Truhen angucke? Wusstet ihr, dass hier Käse drin war? Links, rechts, rechts, links. Hey. Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Okay. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bringen als diese ekligen Lurker. Okay. So, das ein Mistvieh hier, weniger. Mistvieh. Mal gucken, ob ich das überlebe, was ich eigentlich sage. What the fuck? Ach, da war eine Höhle. Immer dieses Snapperkraut. Da kann man immer gut gebrauchen, wiederum. So. Nichts zu holen. Oh. Kavalons alte Hütte. Ich erinnere mich. Links, rechts. Rechts. Oh, hallo. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Wir arbeiten für den gleichen Boss, Lord Hagen. Seit wann heuert Lord Hagen Söldner an? Sprich, was willst du hier? Ich komme von Garond.
Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sagt Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Oh. Aber ich hole mir nochmal seinen Lederbeutel. Oder ich versuche es. Links, links, rechts. Oh, nice. Spruchrolle. Edles Bastardschwert. Es müsste einer meiner stärksten jetzt sein, oder? Oder auch nicht. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Und dann würde ich sagen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, hinterlasst konstruktive Kritik und haut raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.